Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mount & Blade 2 Bannerlord. Mit meiner bereits 6. Staffel und der jetzt 113. Folge, heute in der Vorproduktion am 15.09.24. Bevor es aber losgeht, gibt's wie mein herzliches Dankeschön, und zwar geht's heute an Gamma Gandalf 19. Der Gamma Gandalf hat nämlich am 17.04.24 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, du warst Numero 1417. Der Gamma Gandalf verschwindet jetzt aber wieder. Und wir befinden uns zurück bei unserem Thraker. Mit einem Blick auf die nördliche Front gegen die Germanen und gleichermaßen auch westliche Front gegen die Gallier. Es sieht nicht so gut aus für uns. Also für unsere Fraktion Nördliches Imperium schon, aber eigentlich habe ich ja immer darauf gehofft, dass wenn jetzt hier zwei Nationen gleichzeitig agieren, dass dann durch den Krieg mit den Saka auch noch gleichzeitig die Römer insgesamt, also Askeron vor allem, Land verliert. Stattdessen kriegt er sogar noch Land dazu. Der hat Burg Off dazu bekommen. Balgard ist er gerade dabei zu belagern. Er alleine ist vielleicht noch ein bisschen fragwürdig, ob er es schaffen wird, weil Balgard ist eigentlich, glaube ich, eine sehr gut zu verteidigende Station. Kann ich jetzt bloß nicht sehen, weil Feind. Problem ist nur, er kriegt hier noch Verstärkung, er kriegt da noch Verstärkung. Also ich glaube, das Ding ist gelutscht. Dieser Drops, sage ich mal. Jetzt kann man nur hoffen, dass in der Zwischenzeit die Gallier die Chance nutzen und sich dann Flintholk, Remtol und vielleicht sogar noch Seonon zurückholen. Was ich jetzt mal machen möchte, ist Krixus und Octavian einen Befehl geben, weil ich finde es ein bisschen krass, dass die immer hier hinten an der Front rumlungern. Jetzt gucke ich mal eben noch, die sakische Wölfin ist hier noch vernünftig am Hin- und Herreiten und schützt alles. Garnisonsrekruter, Garnisonsrekruter, wo ist denn Darkius? Ich habe doch Darkius hier irgendwo gesehen. Darkius? Ach hier, genau, da. Gut. Okay, Darkius ist mir auch ein bisschen nah an der Front dran, aber zur Not kann ich ihn halt rufen. Also, wir sagen am besten mal, alle sollen nach, weiß ich nicht, Poros. Oder Vostrum? Nee, Zeonika. Wir sagen denen allen, die sollen nach Zeonika. Ups, Krixus. Order. Defend a settlement. Zeonika. Darkius sage ich jetzt dasselbe, weil er mir auch ein bisschen zu nah an der Front immer umherdümpelt. Und ich nur wegen ihm teilweise Schlachten habe, die ich gar nicht machen wollte. Ich habe gerade das Falsche ausgewählt. Na? Defend. So. Zeonika. Die Wölfin, ja okay, die ist eigentlich auf einem guten Weg. Die läuft da halt umher und so, ne? Achso, wie ist denn das jetzt eigentlich? Ach, guck mal, einer, schau, jetzt ist das hier weg. Und wenn er das durch hat, dann ist wahrscheinlich wieder auf neutral. Da muss ich darauf aufpassen. Ich habe schon wieder Besiege gewählt, ne? Nicht Defend. Ja. Auf nach Zeonika. So. Das war das eine. Das andere ist, ich habe mir noch mal ein bisschen die Sätze angeschaut. Eigentlich wäre es wirklich perfekt, wenn wir Military Workforce nehmen könnten. Also sprich, die Siedlungsgarnison und Truppen mit Lords in einem Schloss, also in einer Burg oder in einer Stadt, generieren jeweils 0,15 Konstruktionen. Bei der Garnison habe ich das jetzt nicht ganz verstanden, ob das halt heißt pro Garnisonssoldat 0,15, weil das wäre enorm mächtig. Ach nee, hier steht pro Tag, pro Party Size. Okay, also sind da jetzt Garnison und drei Lords drin? Ja. Oder eine Garnison und ein Lord sind das 0,3 Konstruktionen. Dafür aber dann 10% mehr Einkommen für die Truppen. Ich muss gestehen, dieses 0,15 ist mir ein bisschen wenig. Wenn das pro Garnisonsmitglied gegolten hätte, wäre das enorm mächtig und das wäre auch typisch römisch. Denn die römischen Soldaten waren und gleichzeitig Bauarbeiter. Also ganz ehrlich, ne? Das hätte super gepasst, aber Unterstützung 0. Toll natürlich, ne? Auf dem germanischen Spielstand ist da die Unterstützung höher. Toll. So, was wir aber noch haben, sind Steinmetzgilden. Das Boosten der Projekte, also indem ich halt Geld reinlege, wird 25% effektiver, kostet mich dann aber 30% mehr pro Tag sozusagen. Also wenn ich jetzt 10.000 reinlege und er vorher bei 100 Boost pro Tag war, wäre er dann bei 130. Finde ich aber trotzdem ganz gut, auch wenn es wieder mehr Geld kosten wird. Problem für mich ist jetzt natürlich, dass die KI davon auch profitieren wird. Aber ich glaube, die KI boostet immer gar nicht. Ich habe noch nie irgendwie eine Stadt erobert, wo schon Geld drin liegt. Ich mach's einfach mal. Hä?
Alter, wie bist du denn drauf? So? Ach, nur einer stimmt ab. Was denn hier los? Alle anderen haben sich enthalten? Okay. So. Ja, tut mir leid, zukünftiger Erzfeind. Also eigentlich jetzt schon Erzfeind, aber er weiß es noch nicht. So, damit haben wir das schon mal und damit bauen wir hier schon mal schneller. Dann habe ich jetzt noch ein Problem. Ich hatte ja schon letzte Folge hoffentlich rechtzeitig erwähnt, dass Corenia vorher ein Problem hatte, und zwar mich. Und zwar, dass ich ja hier dieses, wo war das? Wo war denn das? Die haben halt vorher Gefangene rekrutiert, würde ich sagen. Ach genau, die hatten vorher Recruiting Follows Template, hatten sie nicht aktiv. Und sie hatten auch dieses Gefangene rekrutieren, was halt normalerweise hier noch irgendwo auswählbar ist, hatten sie auch aktiv. Deswegen haben wir ja da das Problem, dass die Garnison eigentlich zu klein ist. Ich werde jetzt aber mal wieder von der Improved Garrison Mod ein bisschen Gebrauch machen. Und zwar ziehe ich jetzt mal aus Onira Leute ab. Wir gucken nochmal in die Stadtverwaltung rein. Nahrung ist ein Überschuss da, Sicherheit ist jetzt gerade recht hoch, weil ich ja anwesend bin. Aber auch ohne meine Anwesenheit hätten wir 1,5 plus. Ich will jetzt mal so um die 75 Leute rüberschubsen. Das heißt, wir gehen jetzt hier zu Onira, gehen zu Garnison und sagen Transfer Troops nach Bokorenia. Oh Gott, ist das wieder ein wilder Haufen hier. Nimmst du mal 4 von 25? Dann nimmst du mal Bogenschützen. 25, so in dem Dreh. Und ja, dann haben wir 25 Aquila. So, sind wir genau bei 75. Weil das hoffentlich nicht so viel wird, dass die Sicherheit nicht jetzt so schnell sinkt. Problem ist jetzt natürlich, die sind langsam. Die werde ich beschützen müssen, begleiten müssen. So, wir gucken nochmal in die Stadtverwaltung. Das ist die Taverne, du Idiot. Wäre immer noch bei Plus. Sehr schön. Treue auch. Super. Und vor allem, die Nahrungssituation ist jetzt noch besser als vorher. Heißt jetzt aber auch gleichermaßen, dass mir die Leute hier eigentlich fehlen, falls mal ihr angegriffen wird. Weil in letzter Zeit kamen keine Angriffe mehr auf Corenia rein von den Saka. Immer nur so auf die Dörfer. Heißt für mich, wir machen jetzt so ein bisschen Hopping. Ich ziehe jetzt aus Danustica auch wieder 25 Leute ab. Sofern ich den Danustica finde. Da. Transfer Troops nach Onira. Nicht 25, 75 wollte ich sagen. So, habt ihr noch ein paar Miles für mich? Ich sehe sie gerade nicht. Ah ja, hier. So, unser Sagittarius auch noch. Oh, guck mal hier. Geht ja wunderbar auf. Ach, schön. Sehr gut. Ich muss echt mal die ganzen Fremdkulturen hier rausnehmen und wegbringen. Einfach wegbringen. Oder kündigen, wie auch immer. Feuern. Ach, guck mal, weil ich die jetzt bei mir entsperrt habe, sind sie hier wieder auch entsperrt. Das ist natürlich blöd. Da muss ich das mal so machen und dann wieder manuell darauf achten, dass ich die auch manuell da reinschmeiße. Haben wir Auxiliare Stufe 1? Sehe ich jetzt gerade gar nicht. Nee, haben wir nicht. Okay. So. Dann braucht man natürlich auch wieder einen Onira theoretischen Ersatz. Achso, Onira wollte ich mir noch die... Nicht Onira, Danustica, Entschuldigung. Die Werte jetzt angucken. Da haben wir jetzt wieder 30 Essen. Wunderbar richtig. Sicherheit, wo ist sie? Nee, das ist Wohlstand. Wo ist denn die Sicherheit? Blind, blöd, beides? Hä? Wait a second. Hä? Guck ich halt hier drüber. Sicherheit. Trotzdem noch ein Plus. Sehr schön. Und vor allem jetzt auch deutlich mehr Nahrung, die da reinkommt. Okay. Wir gucken mal, ob wir von Vostrum aus... Ja doch, von Vostrum aus auch nochmal 75 Mann rüberziehen nach Danustica. Und das sollte es erstmal gewesen sein. Ich hätte am liebsten noch von Zeonika dann darüber geschubst, eben weil wir ja da so viele haben. Aber die haben hier einen übelst weiten Weg. Beziehungsweise hier unten lang. Nee, doch, hier unten lang. Achso, doch, warte mal, die können an Poros vorbeiziehen. Ich habe Poros immer ausgegrenzt für mich, weil es nicht meins ist.
Was ist für, also in meinem Kopf ist das hier eine schwarze Region, eine graue Region. Hier geht's nicht lang, wisst ihr? Hier gibt's Krieg des Nebels. Aber ist ja gar nicht so. Was jetzt aber passieren kann, ist, dass das westliche Imperium doch nochmal zuschlagen möchte, ne? Dass sie sich genau dann meine 75 Leute schnappen. Ich mach's trotzdem mal. Von Vostrum aus drüber schubsen. Wir gehen mal nach Vostrum, gucken uns hier nochmal an. Nahrungsproduktion. Oh, ist in Ordnung. Treue ist auch in Ordnung. Sicherheit. Vostrum, Sicherheit. Ja, okay, nee, ich glaube, ich lasse es doch. Ja, ich glaube, ich lasse das mal. Ja, okay. Wir bleiben so. So, der Krieg gegen die Gallia ist so gut wie gewonnen. Der Krieg gegen die Saka, dank meiner Alfred der großen Taktik, ist auch so gut wie gewonnen. Die Germanen, das erledigt sich gerade von selbst. Da muss ich jetzt nichts mehr machen. Was ich machen müsste, ist Dörfer beschützen. Weil hier sind gerade Einzeltrupps unterwegs. Die machen mir ein bisschen tief im Inland Stress. Achso, nee, nicht nur Dörfer beschützen, ich muss auch den Trupp hier beschützen. Der ist natürlich nur mit 1,0 unterwegs. Das ist, weil sie haben keine Pferde. Sie haben auch keine Kavallerie. Und erst recht haben sie keinen Speer. Mach ich hier eigentlich? Ich halte mal die linke Alt-Taste gedrückt. Mache einen Linksklick auf meinen Trupp, den ich eskortieren möchte. Ah, okay, die Waldmenschen werden gejagt von... Nee, die Wolfsmenschen werden von den Waldmenschen gejagt, so rum. Ich muss halt nur daran denken, dass hier unten jetzt auch noch eine Verstärkung kommt eigentlich, die ich auch noch beschützen müsste. Mit einer Karawane wird uns nicht angreifen. Ah, guck mal hier, da. Abara, ja? Abara will's also wissen. Komm mal ran hier auf Meter, du Sack, da. Okay. Orenia hat was fertig gebaut. Gucken wir uns gleich mal an. Ist jemand aus Onira geflohen? Schade. Oh, was ist hier los? Waldmenschen werden von Abara angegriffen. Brauche ich jetzt aber nicht helfen. So, die Verstärkung ist da. Burgverwaltung. Sicherheit sehr gut. Nahrung auch vorhanden. Miliz, Treue, alles da. Wunderbar richtig. Festgelände in 5 Tagen auch fertig. Denn jetzt haben wir ja den ordentlichen Boost hier drin. Ne? Was jetzt natürlich hier nicht aufgelistet wird, wa? Na, okay. Es wird jetzt natürlich, der Reserveschub wird jetzt einfach hochgerechnet durch dieses neue Gesetz. So, legst du hier nochmal knapp 5 rein, auch wenn wir eigentlich auf 4 Millionen sparen. Okay, gehe ich mal runter hierhin, genau. Da kommt nämlich gerade noch die andere Verstärkung. Die Söldnerclans hier untereinander machen, ist mir wurscht, ehrlich gesagt. Melion wird belagert, ach sehr schön. Oh, Mist! Diese Pappnasen! Ah, ich hab's befürchtet. Stop there. Die haben meine... Ja, die haben sie angegriffen. Mist! Über 30 Leute verloren. Oh, 8000? Ja. So, aber hier rutschen wir mal schnell drüber. Da muss ich jetzt keine manuelle Schlacht machen. Die schmeißen wir gleich ins Gefängnis, dann helfen die uns wenigstens beim Bau. Und das hilft mir auch finanziell. Huch, nein, ich wollte dahin. Mist. Festung Verlies verwalten. Alle mal rein da. Ja. So. Wie sieht's denn jetzt hier in der Stadtverwaltung aus, zwecks Bauprojekte? Da müssen wir nochmal, ja, nehmen wir nochmal einen 10er oben drauf. Die Obstgärten sind in 10 Tagen durch, okay. Belagerungswerkstatt wird dann wahrscheinlich so zwischen 10 und 20 Tage brauchen, weil wir haben ja hier wunderbaren Boost drin, ne? Mehrfache Boosts, sagen wir es so. Ach, hohe Treue bringt auch nochmal einen extra Boost? Siehst du, schon wieder total vergessen. Na gut, ah, Balgard ist hier fallen, wa? Orientierung? Ne, auch nicht. Ist noch nicht gefallen. Okay. Dross, was machst du da? Ich dachte, du warst auf dem Weg dahin. Gab's hier hinten nicht noch eine dritte Armee? Hä? Moment. Vedu und Enkurion haben sich miteinander gekeilt. Und da ist Enkurion deutlich besser bei rumgekommen, okay? Sie.
Er hat noch drei Armeen, bin ich jetzt blind oder blöd oder beides. Andros ist bei Omor. Und Milos bei Worschek. Ach Mensch, hier. Och, ich Blindfisch. Oh, der hat aber schon die Hälfte der Truppen verloren. Der hatte vorher... Nee, Quatsch, gar nicht. Nee. Nee, alles gut. Es könnte also sein, dass Askeron doch zurückgeschlagen wird. Das wäre jetzt echt gut. Also für uns. Sind bis unsere Rekruter unterwegs? Ja gut, dann machen wir jetzt Aufräumaktionen. Ja komm, ich fange in Vostrum an. Schnapp mir da jetzt alles, was halt nicht zu meinem Template gehört, schnappe ich mir, schmeiße es einfach raus. A, muss ich sie dann nicht bezahlen und B, können dann dementsprechend unsere Rekruter entsprechend des Templates besser rekrutieren. Achso, und wir müssen sie halt dann nicht nur bezahlen, auch nicht mehr durchfüttern. Ist ja auch noch so ein Thema. Morenia? Warte mal, hatte Morenia eigentlich auch das Template bekommen, richtig? Oder habe ich mich da auch wieder verklickt gehabt? Nee, sieht gut aus. Alles klar. Huch, falsche Tasse. Na, jetzt mach doch zu, das Ding. So. So. Festung, Garnisonsverwaltung. Ach, hier hatten wir schon aufgeräumt. Ja, guck mal einer, schau. Sieht das denn schön aus, auch schön übersichtlich. Wenn ich es hier noch nach Typ sortiere, Nahkämpfer, Fernkämpfer, Reiter, passt. Aber ein bisschen wenig Equests sind es noch, wie ich gerade sehe. Dafür hat er aber deutlich mehr Aquila und sowas mit drin. Oh. Okay. Vostrum hatte was für ein Template? 100, 200, 300. Es sind zu viele tatsächlich. Ist auch keiner mehr von Vostrum unterwegs, ne? Das heißt, hier sind wir eigentlich durch. Theoretisch. Hm. Ich meine, ich könnte jetzt doch noch nach Danostica schicken. Mach ich mal. Ja, doch, machen wir mal. Weil ich ziehe ja jetzt aus Vostrum auch wieder Truppen ab. Nicht aus Vostrum, aus Danostica, diese nicht dem Template zugehörigen. Dann von hier aus bitte nach Danostica. Okay, sind zu wenig Miles. Aber Sagittarius sind hier noch da. Dann machst du halt noch Extraordinarius dazu. Die ja eigentlich nicht mehr im Template habe, aber sie sind dann... Ach so, siehst du, dann sind die halt over the top. Ja, die sind das, die over the top sind. Also über dem Ziel hinausgeschossen sind. Weil ich ich habe ja die Extraordinarius nicht mehr im Template drin. Einfach nur, weil die halt teuer sind, weil es lange dauert, bis sie da sind. Und die Auxiliaren der Stufe 1 bis 3 als Verteidiger oben auf der Burgmauer doch einen guten Job machen, wie ich gesehen habe. Und dementsprechend auch günstiger sind. Hier, die kosten nur 5 Sold, die hier kosten 12. Und die sind schnell ausgebildet. Auch wenn ich gestehen muss, Extraordinarius sind natürlich deutlich bessere Einheiten. Das definitiv. Ja komm, wir machen das trotzdem so. So, dann reite ich mal voraus. Guck noch kurz in Lavenia nach den Bauprojekten. So, da kommt die erste Friedensverhandlung mit den Gaiern. Über 1 Mille müssen sie zahlen und 5000 Tribut. Kein Gebiet wird zurückgegeben. Okay. Ah, weil ich mich kaum beteiligt habe, habe ich ja kaum Geld bekommen. Mich würde trotzdem mal interessieren, wo man denn auch mal die eigene Kriegsbeteiligung sehen kann. Das hätte ich auch schön gefunden. So, hier wird gerade noch die Kornkammer gebaut. Die dauert noch 19 Tage. Ja, wir haben ja halt keine Gefangenen drin großartig. Penne Labor ist so gut wie gar nicht vorhanden. Statthalter genauso. Hohe Treue, haben wir da einen Bonus? Klein nur. Der müsste höher werden. Na gut. Nach der Kornkammer, was sollst du denn dann bauen? Ja, Festgelände. Festgelände finde ich gut. Jetzt gucken wir aber hier mal in die Garnison. Ach du Heiliger. 281 ist übrigens Maximum. Ui. Na, dann wird es mal Zeit, dass wir jetzt hier alles rausziehen, was nicht zum Template gehört. Auch Optios, Signifer,
Prätorianer, die sind da per Zufall mal drin gelandet. Centurio. Gut, die gehören zwar auch nicht dazu, aber sind erstmal okay als Bogenschützen. Ballistarius lasse ich schon gerne drin. Wenn ich mir jetzt nicht vergucke, ist nichts mehr hier drin. Was hier nicht drin sein darf. Weil das hier ist ja Auxiliar-Kohortalis. Das geht noch. Das ist in Ordnung, finde ich. Okay, damit kann dann hier wieder ein Rekruter losmarschieren. Ja, ja, ich weiß. So, dann werde ich hier erstmal kurz meine eigenen Leute aufleveln. Und die, die ich nicht haben möchte, sind genau 3. Schmeißen wir raus. Ich weiß, ich könnte sie jetzt irgendwo hinspenden, aber die bringen mir so gut wie keine Einflusspunkte. Ich habe sowieso zu viele Einflusspunkte. Ich würde auch keinen Verhältniszuwachs bekommen und ich würde damit einfach meinen zukünftigen Gegnern noch mehr Garnisonseinheiten schenken. Auch wenn sie weniger qualitativ hoch sind, aber gut. Ja, auf der anderen Seite so ein Falksman, so ein Dreatischer mit einer Zweihand-Falks. Oben auf einer Zinne, ich gerade die Leiter hoch. Ja, ihr kennt das Spielchen. So. Jetzt muss ich aber auch nochmal hier gucken. Sind wir auch noch nicht so weit, noch lange nicht so weit. Was sagt denn unser Clan? Oh Gott. Auf nach Tanustica. Räumen wir jetzt da auch mal auf. Sarkische Wölfin hat ein Level Up, okay. Ah, Mist, sie haben sich Balgard geholt. Ich stimme für Enkurion. Aus Prinzip, damit Askeron nicht mehr bekommt. Und Enkurion hat Jamaris. Ah. Mit ihm müsste ich mich eigentlich deutlich höher anfreunden. Ich mache mal die volle Lutze an Einflusspunkte. 5 bei Askeron und Tassinor geschmälert. Aber 35 bei Impestoris gesteigert. Er hat's gewährt, okay. Na gut. Was ist jetzt eigentlich mit Meleon geworden? Wird immer noch belagert. Finde ich gut. Macht mal weiter. Das werden die Saker sein. So. Festung. Garnisonsverwaltung. Hier haben wir Batani, Dryaden. Ich lasse jetzt erstmal Spezialtruppen hier drinne. Weil ich sowieso schon hart an meinem Limit dran bin. Ob es echt verlockend wäre, die einfach mitzunehmen. Aber so haben wir sie auch wenigstens hier in der Garnison erstmal. Da kann ich sie ja jederzeit holen, wenn mir mal welche fehlen sollten. Und ich gerade nicht gewillt bin, 500 pro Beförderung auszugeben. Batani. Obwohl, da war ein Steinschleuderer dabei. Na, egal. Hier nochmal Batani. Der Rest ist in Ordnung. Hier sind auch wieder ein paar Auxiliare mit dabei. Hier ist gut Kavallerie angesammelt mittlerweile. Gefällt mir. Auch schön viele Bogenschützen. Und ein ziemlich wilder Haufen an Infanterie. Aber kriegen wir auch noch geordnet. Ja, ja, ich weiß. So, alle wieder raus. So, sind nur 15 Mann. Selbe Begründung wie vorher. Brauche ich nicht. Schafft dann hier auch wieder Platz. Und Nahrungsverbrauch ist gesunken. Sold ist auch gesunken. Sehr gut. Denselben Spaß machen wir jetzt noch in Odrisa und Onira. Okay, ich habe ein bisschen Angst, dass hier hinten doch was passiert. Ich gehe nochmal kurz Geleitschutz machen. Ihr habt es gerade gesehen, ich habe jetzt nur 500 bekommen. Obwohl hier was anderes steht, das hängt tatsächlich mit den Rekrutierungen zusammen. Ah, ich glaube, er war nicht Tim. Die konnten wir ja aufwerten zu Miles. Ja, habe ich überhaupt den Perk dafür? Ach nee, komm. Wir belassen das so. Ihr seid so lahmarschig. Ich glaube auch, irgendwas gesehen zu haben in den Einstellungen zu der Improved Garrison Mod, dass man das irgendwie beeinflussen kann, wie schnell die laufen.
Aber dafür, dass sie keinen Speer, keine Pferde haben, finde ich schon realistisch, dass sie jetzt so langsam sind. So wenig. Na gut, hier ist kaum was los. Wir gehen doch nach Onira erstmal. Von dort aus dann rüber nach Odrisa und dann oben Korenia nochmal. Die Lage beruhigt sich schon langsam. Wir haben auch 100% gegen die Saka erreicht, also ist hier bald Frieden. Wieso habe ich da jetzt drauf geklickt? Weiß ich selber nicht. Und da kommt der Frieden mit den Saka. Sehr schön. Da müsste ich doch jetzt eine ordentliche Beteiligung bekommen, oder? 7000 Tribut am Tag ist ein bisschen wenig, aber dafür 1,5 Mille. Ich bin bei 3,3. Was? Ich krieg nur 7000 ab? Ich habe den ganzen Krieg mitgetragen. Boah. Ist ja frech. Und ihr seht da hier schon, die Reserve verbraucht sich jetzt deutlich schneller durch das neue Gesetz, ja. 5 Tagen sind die Obstgärten hier fertig, dass hier wieder mehr Nahrungsproduktion reinkommt. Belagerungswerkstätten. Also Onira ist schon fast soweit. Müsste allerdings noch einmal Befestigung ausbauen. Festung, Garnison. Und wir müssen hier jetzt natürlich auch wieder aussortieren. Oh! Auxiliar-Dryaden, Veteran, Falksman. What the fuck? Wir können tatsächlich römische Falksträger haben? Ui. Das ist natürlich der Riesenvorteil mit dieser Auxiliar-Mechanik als Römer. Auch hier mit Einhandfalks. Das ist ja cool. Ah ne, die nennt sich Sicker. Dass man sich die Waffen nicht angucken kann, ist ein bisschen schade. Schon Vitrine oder so? Nee. Cool. Aber ist nicht unsere römische Standardisierung. Das war auch Auxiliar, aber ist halt Falksman, ne? Ich wäre damit einverstanden, wenn wir gerade in einem dryatischen Besitztum wären. Da finde ich schon rollenspielerisch alleine besser, wenn dann da auch Auxiliartruppen drin sind, die zur Kultur passen. Also wenn wir eine dryatische Burg oder Stadt hätten, dass dann da auch dryatische Auxiliare drin stecken. Aber nicht hier hinten in dem römischen Besitztum mit römischer Kultur. Dryaten, Saka. So, ich glaube, ich habe jetzt wieder aussortiert, ne? Gucken wir nochmal. Sieht erstmal gut aus. Und die sind ja relativ gleich auf. Zu den normalen Auxiliaren. Ja. Warte mal, die haben sogar eine bessere Rüstung. Sehe ich das gerade richtig? Gib mir mal die normalen hier. Die gallischen Auxiliaren haben eine bessere Rüstung als die römischen Auxiliaren? Okay. Aber passt erstmal so. Achso, hier ist noch ein Slinger. Ach komm, der eine. Der tut. Obwohl, doch, der kann wehtun wegen der Nahrung und wegen dem Essen. Nimm den mal mit. So. Ja, ich weiß. Schmeißen die mal alle raus. Jetzt habe ich einen mehr als vorher. Wie das? Ach, wegen dem. Ja, wegen dem Slinger. Okay. Ich noch einer aufleveln, finde ich gut. Wer bist du überhaupt? Einen hohen Vogtskill. Ich meine, es wäre natürlich auch eine Option, theoretisch, weil ich das auch schon mal gefragt wurde in den Kommentaren, dass unser Thraker sich nach so langer Zeit wieder eine neue Frau sucht. Aber wir machen ja den ganzen Bums auch, weil die meine Frau getötet haben. Das wäre jetzt irgendwie doppelmoralisch, ne? Die eine Frau zu rächen und gleichzeitig schon die nächste Frau zu haben, ich weiß ja nicht. So, gut, passt erstmal. Auf nach Odrisa. Damit machen wir ja gleichzeitig ja auch ein bisschen Patrouille. Obwohl, jetzt ist ja Patrouillenzeit vorbei. Gegen die Germanenkrieg ist auch bald vorbei. Melion ist tatsächlich zurückerobert worden. Krass. Ja, da ist der Frieden mit den Germanen. Okay.
Octavia entfort. Zusätzliche Nahrung bei Überfall. Truppen sollten eurem Trupp, während ihr in einer Armee seid, das wird wichtig. Ja. Truppen sollt. Dann. Sorry. Danusticas Anführer hat Handel bekommen. Boah, gut. Würde beides nichts brauchen, aber okay. Wie ist jetzt hier die Garnison aufgestellt? Fast sauber, nur ein paar Saker hier drin, ne? Alles klar. Passt, wackelt, hat Luft. Schmeißen wir jetzt auch raus. Und in Korenia ist, glaube ich, auch noch ein bisschen chaotisch. Da hatte ich ja, wie gesagt, eine ganze Zeit lang vergessen, das Template richtig zu aktivieren für die Rekrutierung. Deswegen dann einfach Gefangene mitgerufen wurden. Oh, die Rekruter von Danusica wurden zerstört. Was? Ja, die Banditen und die Söldner halt, ne? So, Lucky Cookie hier rein. Haben wir die ganzen Schriften da weg? Ich sehe nichts. Saka, Saka. Okay. Es ist erstaunlich, aber offensichtlich hat unser Template schneller hier aufgeräumt, als ich gucken konnte. Erinnert euch vielleicht noch, vor ein paar Folgen war hier noch deutlich mehr wild durcheinander gemischt. An verschiedensten Kulturen. Das ist jetzt aufgeräumter. Deutlich aufgeräumter. Cool. Das ist es ja, was ich meinte. Wenn es halt nicht zum Template passt, dann wird es nach und nach abgebaut. Aber ich wollte da mal ein bisschen unterstützen, damit wir halt A, Nahrung sparen, B, Geld sparen und C, wieder Platz frei wird für die Truppensorten, die wir wirklich haben wollten. So, und dann schnappe ich mir jetzt aber noch zwei Leute, die ich gebrauchen kann. Xeliarius haben wir drei. Gib mir mal noch einen Pilos Prior, dass ich da einen Ersatz habe. Hast du einen übrig für mich? Nee, wa? Na, die sind selten. Vom Aussterben bedroht. Wird an den ganzen Kriegen liegen. Andererseits könnte ich mir hier mit mehr Kavallerie erschleichen. Andererseits sehe ich gerade, ich habe auch ein bisschen zu wenig Bogenschützen. Oh. Achso. War schon wieder einer zu viel, natürlich. Dann schmeißt du den hier raus, der kann hier trainiert werden. So, passt, Wacket hat Luft. Und damit haben wir jetzt endlich auch mal die Garnisonssituation aufgeräumt. Jetzt geht es nur noch darum, dass hier noch ein paar Bauprojekte fertig werden. Dann können wir loslegen. Achso, für Kahn könnte ich noch gucken, siehst du? Aber nicht mehr in der heutigen Folge. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es keine Schlachten gab. Auch wenn es gerade mal seit erstaunlich langer Zeit mal wirklich wieder Frieden herrscht. Diese Zeit können wir aber nutzen, um uns hier wirtschaftlich und militärisch aufzubauen, vorzubereiten. Endlich die Rebellion auszurufen, ein eigenes Königreich auszurufen und Askeron und seine Verwandten zu jagen. Vielleicht auch noch sein Imperium vernichten, mal gucken. Vielleicht wird das noch so ein Sekundärziel. Aber ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet morgen wieder rein. Ciao!